Hallo Leute, ob ihr säuft oder ob ihr zockt, euer Sachsbugs ist aber wieder da. Oh, nicht schlechte Begrüßung. Ja, heute ich habe eine neue Begrüßung ausgedacht und ja, finde ich nicht schlecht. Also mit neuem Spiel Fallout 4. Ja, genau. Ich habe gedacht, was ist mir im Fallout passiert auf meinem neuen Computer? Ist abgekackt. Sofort abgekackt. Ich hoffe, hat noch nie gespielt. Man konnte ja einfach probieren, ob das funktioniert. Ob kackt das ab? Ah ja. Versuchen wir so einfach so. Und ladet ein. Aber Grafik schon am Anfang übertrieben geil, muss ich sagen euch. Und ja. Und also ladet sie immer noch. Und ladet. Ich freue mich riesig auf den Let's Play, auch wenn das wird übertrieben lang. Fängt an. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ja, das stimmt. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es Ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Okay, das sind wir anscheinend. Also. Boah, was für Frisur. Nee. Nein! Wie? Ja, okay, der sieht besser aus. Ja, lange Haare, nicht schlecht. Rocker. Ja, normal ein bisschen. Nicht schlecht. Okay. Ja, zu wenig Haare. Ja. Ja, lassen wir den dann. Die zurück. Was? F? Was? Was ist das? F.
bewegen? LOL. Das ist geil gemacht. Ne, passt. Oben rechts. S? Ja, ist gut. Du hast tolle Lippen, weißt du das? Danke. Wow. Schatz, findest du meine Nase zu groß? Nee. Abbrechen. Nee, lassen wir so. Ich mag nicht so großartig. Verändern. Gesicht. Extras? Was für Extra? Warte mal. Ich liebe dieses Gesicht. Ich auch nicht. Nase. Nee. Oder? Zeig? Nee. Richtig schön frisch. Wie picklig. Oh, Alter, ist das fette Pickel. Oder Mutter mal. Nein, nein, danke. Oh, nein. So attraktiv. Danke. Oh, okay. Komm, zeigen wir, dass wir waren im Krieg. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Aber das ist schon bei... Schon besser als Fallout 4. Komm, machen wir das hier. Mit nicht Krieg. Schlecht, nicht schlecht. Wo ist die Lampe? Hä? Das sieht man nicht so gut. Ich will 100% das würde sehen. Ja! Yeah. Oh, siehst gut aus. Mann, ich will diese Narbe. Spaß. Ach so. So rum. Ich kann mehr haben. Es sieht jetzt krass aus. Mach ich so. Oh, ja. Yeah. Nein! Gott verdammt nochmal! Nein, nein. Ja, ja. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Danke. Ja. Das ist weg. Ih, Pickel! Ein Fett. Alter, das ist das. Ich will kein Pickel. Oh, okay. Alter, aber von Grafik aus ist übertrieben nice aus, Leute. Ja, lassen wir so. Das ist gut. Exzess körpermäßiges. Also jetzt. Schauen wir mal. Ja, fetter. Ganz dünn. Machen wir normal. Muskulös. Komm, machen wir mehr muskulös. Und verwenden. So, Körper. Geschlecht. Ach, jetzt bin ich dran, Großer. Ah, nein. Warte, brauche ich zwei? Ups. Es tut mir leid, Leute. Mein Wecker weg. Ja. Hat
nicht vergessen. Lass mich mal kurz daran. Ich bin nicht sicher, ob Frau oder Mann bin ich. Oder beides. Ich kann nicht aussuchen, Mann oder Frau. Nehme ich einen Mann, Geschlecht. Exakt, Gesicht. Gesicht 1, ja. Na, mach mir. Erledigt. Nora. Ah ja, stimmt, das ist meine Frau. Geil, ich konnte sie auch ändern. Hey, Schatz. Bin gleich fertig. Wieso habe ich dich nicht geändert? Lol. Ja, cool. Ja, to. Okay, ich habe gedacht, das ist Zeit für Papier zu meinen Arsch zu abwischen. Aber leider nicht, ist nicht nichts. Aber sitzt auch. Warte. Geile Dusche. Können duschen? Nein. Tropfen Wasser. Lol, Tropfen Wasser, geil. Geil, wir machen auch einen Scheiß. Ich bin von Grafik aus sehr begeistert. Schließen. Oh, das schätze ich, das ist Bock auf eine Runde. Ja, okay, willst du nicht. Okay, hab ich verstanden. So, wo gehen wir jetzt hin? Oh, raus, okay. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Ja. Schatzi! Kleiner! Bist du da? Nee, das ist nur unser Zimmer. Nee, dem hier ist zu laut. Nee. Was haben wir da? Nix. Oh. Na du! Zack! Bidu bidu bu! Oh, süß. Was haben wir? Oh, Kleidung. Hä? Eine Schranktür zu machen. Tür zu machen. Tür zu machen. Machen wir jetzt so. Okay, was haben wir noch da? Oh, Ted. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Oh. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Bei Fellow 3 haben wir angefangen wie... als Kind und hier fangen wir als Erwachsener schon. Ich bin gespannt auf diese Geschichte. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber... schon wächst er schon noch rein. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Gehen weiter. Ah. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Okay. Danke, Cotsworth. Natürlich, Sir. Hi, Schatzi. Schatz? Wir sollten Cotsworth demnächst mal wieder warten lassen, oder? Immer nur das gleiche Zeug. Oh. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Ah, meine Lieblingsausgabe. Okay. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Der Höchstwert liegt bei 13 Grad. Aber aus Kanada nähert sich eine Kaltfront. Zu Halloween nächste Woche wird es also kühl, aber es bleibt trocken. Am Montag liegt der Höchstwert. Ja, ein paar alte Holoband-Aufnahmen. Wir tanzen, lalala. So, was haben wir noch da? Aber die 5. Infanteriedivision fühlt sich bei solchem Wetter erst so richtig. Das macht es unseren mechanisierten Helpers. Ich bin nicht da, ich bin nicht zu Hause. Ich hab nichts gemacht. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Vortec? Vortec?
Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Alice? Hier bin ich. Jetzt grüße nicht. Froh, dass Sie hier seid. Dann bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Okay. Genutze Platz. Bin beschäftigt, verschwinde. Klingt gut. Ja. Genug Platz. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Irgendwie mir ist komisch, der Typ. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass er weiß, dass bald wird es einen Nuklear-Einschlag geben. Und jetzt sollen wir ja oder nein? Erzähl mir mehr oder... Geht es Ihnen gut, Sir? Sekretisch. Das Ende der Welt? Na endlich! Was? Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Okay! Endlich der Welt! Endlich! Wow, fuck! Ausdauer müssen wir hoch machen. Das ist auch nicht schlecht. Harris. Oh. Intelligenz, beweglich, glücklich, Glück. Starke machen wir auf 4. Ausdauer mehr. Harris 4. Intelligenz kann man auch 2 sein. Das ist sehr viel Beweglichkeit. Glück 3. Intelligenz weniger. Stärke. Okay. Ich bin fertig, oder? Ja. Name? Also oben. Ich denke, okay. Nimm mir jetzt 6. Bugs, genau. 6 Bugs. Noch was? Ja. Nein. Fertig. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast Kurzwort gehört. Los. Wie geht es dir in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben.
Okay. Und was dann? Sekunden. Fernseher. Klingt gut. Ah, nein, klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Oh, wir haben... Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Einwohner von Sanctuary Hill. Komm, Michael. Komm, mein Schatz. Geben Sie sich sofort zum Vault 111. Lauf, 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 Schatz. Lauf. Ich will nicht sterben. Programm, dann treten Sie vor! Gut, wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay. Danke. Viel Glück, Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Schnell, schnell, schnell. Sir, wir müssen Sie runter in den Vault schicken. Treten Sie bitte auf die Plattform. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge, wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und nein, wir wären alle. Nein, denken Sie nur nicht daran. Also, Leute, ich würde sagen, das ist was für diese erste Folge von Fallout 4. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.